Aufnahme. Und dann versuche ich erstmal hier ein Display hinzubauen. Das geht dann so. Mal hier den Achterkreis hinbauen. So. So eine Display 8, so sieht die 8 aus von vorne. Und die werde ich hier erstmal vorne mit Bullets machen. Hier also mit einem Überhängsel werde ich das immer machen, der Schalter so weit überhängt wird. Und jetzt erstmal hier. Den kann man auch so verkabeln. Hier Redstone dran und hier müssen die Blöcke so. Macht Erden. Fackel. Weil die Fackel powert hier alle drei Pisten. Jetzt hier lang. Hier. Und das ist ebenfalls auf der Seite. Alle haben sich jetzt hier ausgedehnt und ja, die brauchen wir nicht unbedingt. Und hier Redstone. Jetzt muss ich hier das Signal ja nochmal invertieren. Das kann ich so machen. Und wir gucken mal Redstone. So kann man es invertieren und wieder Signalanschluss. So ist mal alle nebeneinander hinzukriegen. Das ist mal alle schön nebeneinander. Der wird der dritte Anschluss so lang, wird genau gespiegelt. Hier Redstones und eine Fackel und hier ein Block und hier noch ein Block und hier ein Redstone. Also jetzt die zusammenziehen. Und weil hier oben ist das ein bisschen mehr. Also die vier hier. Den kann man einfach so verbinden. Fackeln sind an, aber die Redstone geht sowieso nicht an. Und das werde ich hier ein bisschen anders machen. Also hier einen Block hinpacken. Die sind alle zu viel. So. So kann man es auspowern. Übrigens, die Aufnahme entsteht mit Open Broadcaster Studio OBS, also gekürzt. Und der läuft die Aufnahme viel besser, also es verschlingt viel weniger FPS als Studio. Und da wird die erste meiner Testaufnahme, die ich hochgeladen habe, gemacht. Und das geht nicht so gut. Ja, sie haben sich die Tastatur spackte dann rum. Jetzt muss die Tastatur spackte rum und da, jetzt gehen wir. Das Redstone hier, Fackel, Powered Block, das Powered Redstone, das Powered den Block und das Powered die Fackel, dass hier alles eingezogen ist. Dann sind sich die noch alle erhöhen. Die noch einen länger machen. Die abtrennen, abtrennen, abtrennen und nochmal eins weiter hier. Hier kommen Blöcke. Hier kommen sieben Blöcke und dann kommt die
Also da hier kommt gleich diese Matrix, die es steuert, welche Displays aktiviert werden sollen. Die müssen nicht umgestellt werden, weil die sind dauerhaft an. Jetzt powern die zum Beispiel hier den Block. Man kann die aber auch von... lass mal da stehen. Wieder machen und dann muss man hier wird sich das hier nicht verbindet. Und man kann hier ein Redstone hin. Man kann hier wieder ein Repeater hin. Man kann hier wieder ein Redstone hin und muss jetzt aufbauen. Wenn dieser hier aus, ist der sowieso aus. Das steuert mir jetzt so die einzelnen Segmente hier. Das hier wird zum Beispiel eine 8 und der wird eine 1. Das hier wird eine 1. Aber da Luftblöcke nicht existieren dürfen später, kann man es auch einfach mit Glas machen. Jetzt ist hier immer noch eine 1 auf dem Display. Machen also ein. Deswegen geht der Pisten immer hoch. Hat also einen Grund, warum die Pisten sich hier ausdehnen. Ne, da auch wieder kommt man da und das Wichtige ist hier, dass die normale Pisten sind. Also die Pisten funktionieren hier nicht. So, die Pisten schieben das so, die schieben das dann nach da. Die schieben das hierher, also drücken sie gegen und jetzt ist der Kreislauf fertig. Müssen noch die Pisten hier ergänzt werden. Jetzt müssen die Pisten noch verkabelt werden. Und hier mit eine Redstone Line legen. Hier kommt auch Redstone hin. Ah, ich habe hier vergessen, noch die Ideas hier zu Ende zu machen. Auch wichtig. Ohne Obsidian besteht das Risiko, dass Blöcke aus dem Kreis rausgeschoben werden. Das wird dadurch auf Null gesetzt, das Risiko. Und dann müssen sie hier 12 Blöcke hinbauen. Aber mit Obsidian oder Bedrock oder sonst irgendeinem Block, was nicht verschiebbar ist, das ist viel einfacher. Denn das ist mein Hund. Anders hier machen. Also ich mal so, weil ich will nämlich möglichst wenig Breite einnehmen.
bekommen hier. Also hier Redstone drauf und daran die Peter und Redstone drüber. Muss hier mindestens zwei Blöcke, da irgendwie so ein Bug die Pistons auslöst. Dass der eine Piston ausgelöst wird. Das ist komisch, aber blöd, dass ich das dann hier zwei oben machen muss. Hier kommt wieder Redstone drauf. Blöde Hintergrundgeräusche. Natürlich jetzt für dieses Tutorial blöd, diese Hintergrundgeräusche. Aber ich kann es nicht verhindern. Na, hier kommt noch ein 8er Kreis dazu und da ist der Spieler für die Nuller schalten zuständig. Nicht dahin, sondern dahin. Das ist ein Überspring bei einer 10. Kommt hier einfach noch einen Block weiter mehr hin. Also hier kommt das hin. Das ist mein erster Ausgangspunkt. Das hier ist der Eingangs-Redstone. Hier kommen zwei Repeater hin und die Pistons hier unten müssen natürlich auch gepowert werden. Wir müssen ein perfektes Timing haben. Die Spieler werden hier alle auf Stufe 2 gestellt. Das hat nicht später einen Grund. Soll später sein, aber es darf auch nicht zu lange sein, das Signal. Es sollte wird nämlich später durch den Edge-Trigger auf 2 Ticks gekürzt. Also jetzt dann nicht mehr gekürzt. Und das hier ist, die zweite Redstone-Linie. Hier so ein Block, damit ich das hier ein bisschen mehr trennen kann. Weil nämlich auch zwei Redstone-Leitungen nach oben gehen müssen. Dran. Reicht das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Reicht. Reicht. Und jetzt ist das Redstone hier auch angeschlossen und das, jetzt sollen diese Piste die waagerecht schieben, denn also die hier und die hier sollen noch 2 Ticks auslösen. Der löst nach 1, 2 aus. Und hier jetzt hoch, ein Tick und zwei, drei Tick. Also hier ist ein Tick zu viel. Also muss ich hier zwei Tick reinmachen, um die senkrechten Pisten. Dann ist es jetzt hier 1, 2, 3. Und hier ist es auch 1, 2, 3. Jetzt ist die senkrechten sollen nach 7 Ticks auslösen. Das ist jetzt 1. 3 und 5. Und da sind noch ein Repeater auf Stufe 2 dazu. Und hier oben die Pistons müssen auch noch ausgelöst werden. Jetzt hier 1. Eins, 3. 5. 7, also immer Stufe 2. Wenn die Signale nicht zu lang werden. Und das hier muss ich auch mal erweitern. Das ist jetzt das 8. Signal sozusagen. Das ist jetzt ein Neubau von meiner alten Uhr. Also hier ist es jetzt so mit der... Ich kann jetzt hier diese Blöcke gleich mal als Testlauf durchlaufen lassen. Lass sie gleich mal als Testlauf durchlaufen. Ich werde hier erstmal den... Jetzt hier erstmal die Peter auf Stufe 2 stellen und hier wird das gestellt. Also aus Sicherheitsgründen stelle ich diese Repeater hier auf Stufe
auf Stufe 4 alle hier, damit nämlich die, damit die Pistons nicht so verbacken, weil die sich sonst aufhängen, manchmal, damit die auf jeden Fall nicht ein Tick, also, damit die auf jeden Fall nicht ein Tick nur gepowert werden, stelle ich die auf Stufe 4 mal um. Ah, diese blöden Hintergrundgeräusche. Erstmal hier diesen Ring wegnehmen und nicht den Pisten rausnehmen. Hör endlich mal auf zu bellen, du Hund. Jetzt kann ich hier erstmal eine Null reinmachen. So sieht die Null aus. Wie sieht das jetzt hier? Ah, ein Segment ist falsch. Da soll das untere ist hier dieses Segment. Dafür soll dieses Segment aus. Also hier das zweite und das vierte müssen getauscht werden. Ich muss weg, damit ich das hier mal hin. Dies hier wird, kommt auch noch hin. Das ist nämlich hier der. Das ist dann der Carry Out. Das ist dann der Carry Out, der zum nächsten rüber geht. Den würde ich hier rüber leiten schon mal. Geht der Carry Out. Muss ich hier dann um 2. Hier 2 erhöhen. Das kriege ich jetzt hier hin. Ah, es ist immer noch ein Block niedriger. Das muss dann noch ein Block höher hier. Und dann noch ein Block hier höher. Und das dürfte jetzt so laufen hier. Ich gehe erstmal auf das, was die aufgenommen hat.